sind viele, das sind viele. Wir hauen ab, hau ab, hau ab, hau ab. Ich muss! Ja, ich weiß, hau ab. Hau ab. Wir müssen abhauen. Da ist ein Zaun. Geh gerne den Zaun. Ja. So, hier, dass sie hier reinlaufen. Ja. Komm schon. Und dann hier so rüber. Okay. Eine Rolle gemacht. Aber du darfst keine Rolle machen. Ich muss! Jetzt geh ich hier rüber! Nein! Was habe ich hier so liegen? Hier sind noch leere Getränkedose und leere Wasserflasche. Das soll ich vielleicht mitnehmen, oder? Oh! Ich wurde abgeknallt. Du bist tot. Ich wurde abgeknallt, ja. Der Typ hat noch gelebt anscheinend. Als er aufgestanden, habe ich abgeknallt. Alter. Ich sagte doch, der hat einen Banditenskin gehabt. Ich hatte gerade eine Lea Enfield gefunden. Oh Mann. Schade, okay, nee, ich komm wieder rein. Das ist kein Ding. Ja. Er kann ja auch sagen, wo ich bin. Komm, wir müssen es wenigstens nochmal finden. Auf jeden Fall. Kommt einfach so durch, ne? Dieser kleine Penner. Komm her. Ich find's immer noch saulustig, dass sie eine deutsche Uniform anhaben. Auf jeden Fall. Eine Dose Mountain Dew. Was ist das? Was zu trinken? Mountain Dew ist Energy Drink in Amerika. Okay, dann nehme ich eine, weil dann kann ich nämlich eine andere aufheben. Ist dein Backpack schon voll? Nee, aber mache ich einfach so. Habe ich gerade Bock drauf, deswegen mache ich das. So. Okay. Puh, alles cool. Also bei mir läuft's eigentlich noch ganz gut, von daher jetzt aufhören kommt nicht in Frage für mich. Nee, ist okay. Ich bin nur jetzt schon zweimal verreckt. Ja. Ey, der stand auf einmal, ich war im Supermarkt drin, hab lustig geilen Sachen gehabt und auf einmal steht er vor mir und dann BÄM, tot. Das ist echt eine große Stadt hier, was? Nur Entire, irgendwas, Fehlermeldung, egal, weiter. Ich hab hier ein aufgebautes Zelt, was mache ich damit? Liegen lassen. Bringt dir nichts. Okay. Ja, aber ich kann's. Soll ich alleine einfach jetzt in so eine Stadt reingehen oder soll ich lieber einfach erstmal außenrum weiterlaufen? Geh rein. Ich sehe noch frontal eine Tankstelle. Nee, nicht keine Tankstelle, irgendwas anderes. Boah, zum Glück habe ich meine Machete, ey. Da war gerade ein Zombie eigentlich, der stand. Wo ist der hin? Kamenka, ich bin beim Kamenka Bahnhof, glaube ich, gerade. Okay, warte mal, ich bin gleich wieder gespawnt, kann ich dir sagen, wo ich bin. Er ist gerade so ganz heimlich meinen Keks. Ja, mach das mal. Oh, ich habe glaube ich Leuchtfeuer oder so. Ja, Bengalos. Nehmen wir mal mit, oder? Und eine Dose Pepsi. Na, die braucht man meistens nur für Nacht, weil nachts kannst du halt wirklich überhaupt nichts sehen und die Flares sind halt sehr hell. Ja. Oh Gott, das ist ein Zombie. Ah, gegen die Zombies kann man wirklich ganz easy eigentlich ankämpfen. Es ist gar nicht so schwer. Ist in den ganzen. Außer in der Stadt. Wenn du in der Stadt bist, dann kommen einfach mal so 15 Zombies auf dich zu. Ja, klar, das wird dann so ein bisschen. Okay. Bremslich. Der hat nix, ne? Ich glaube, man kann sehen. Warte, was hab ich jetzt gemacht? Ich glaube, man kann sehen, wenn jemand was auf dem Boden hat oder so, ne? Wenn da irgendjemand was. Wenn ein Zombie was droppt, kann man das sehen, ne? Oder? Ja. Nee, also man muss ihn halt mit dem Gear öffnen. Ich hätte diesen Banditen, der hat genug geblutet. Ich dachte schon so, Blutenleichen noch? Ich hätte einfach mal mit der Machete raufhauen sollen, hätte ich ein Sturmgewehr gehabt. Verdammt nochmal, shit. Vielleicht war er wirklich nur in Ohnmacht oder so. Ja, der war in Ohnmacht. Ich habe schon so gedacht, ist vielleicht nur in Ohnmacht oder so? Ach, fuck. Ach, verdammt, das wäre so nice gewesen. Ja. Hätte eine AK. Rucksack öffnen, Dose Bohnen rein. Es gibt auch manchmal den Bug bei DayZ, dass wenn du zum Beispiel jetzt ein Sturmgewehr hast und so weiter und du wieder reinjoinst, dass du auf einmal zwei Sturmgewehre hast. Okay, nice. Ist aber ganz selten. Aber das ist cool. Hatten wir schon mal. Lieber Lee Enfields oder zwei Second Rand Slug Munition? Ich bin Kamoroy oder so, erstmal.
Und ich würde dir... Was war das andere? Warte. Fuck. Entweder Lee Enfield. Ja, oder? Oder Second Slug. Ach so, nee, nimm Lee Enfield. Das sind Rounds, ne? Slug Rounds, ne? Schrotflinten. Ja, und ich habe hier noch Knicklicht liegen. Aber ich habe alles voll jetzt mittlerweile. Wirklich alles voll. Dann hast du dir gemerkt, was ich gesagt habe? Ja, Rucksack auch voll. Nein, ich meine, wo ich bin. Ich hab's nein, vergessen. Was? Ich hab's was Kamerov gesagt irgendwas oder so? Mit, ja, irgendwas mit Kam. Ich bin auf jeden Fall an einem Ort. Wieder mit Fabrik und so weiter. Das sieht verdächtig nach Elektro irgendwie aus. Kamerov, nee, hast du gesagt? Irgendwie sowas, ja. Siehst du das? Da bin ich jetzt gleich. Ich bin bei Kamenko. Wenn du bei Kamerov bist, ist es die nächste Stadt von mir aus gesehen. Ja, okay, dann beeil dich. Okay, ich lass die Mut erstmal hier liegen. Oh, wow. Fuck, da ist jemand. Ich lass den Loot erstmal liegen, alles, okay? Komm erstmal zu dir, ja? Nee, nimm ruhig mit, wirklich. Dann müssen wir da nicht nochmal hin. Ja, aber ich mag nicht mehr alleine. Doch, Dom, das schaffst du, ich glaube an dich. Okay, aber ich gehe jetzt mal, mach so einen großen Bogen. Komm du einfach in meine Richtung, also, ne, Strand links. Ja? Ja, genau. Wenn du mit mir läufst, stirbst du eh, weil ich bin eh schon zweimal verreckt. Oh, Zombies. Fuck. Okay. Okay, ich blute nicht. Nee, ich lass die Stadt hinter mir. Das ist jetzt, sind da drei Zombies jetzt gerade. Vier Zombies, nee, komm. Ja, komm doch. Nee, komm, ich komm erstmal zu, danach können wir die zusammen fertig machen. Passt no schon. Risk, no fun. Passt schon. Aber ich möchte auf jeden Fall in die Fabriken hier reingucken, weil da könnten manchmal ein cooler Loot sein. Okay. Obwohl die jetzt. Alter, sind die viele Zombies. Boah, Bayo! Bayo! Alter. Ich blute. Warte, ganz kurz. Fuck. Oh nein, noch einer. Wow! Oh Gott! Hä? Hab mich gerade erschrocken, ey. Junge, stirb! Nein! Der gibt mir wieder ordentlich, weißt du? Nein! Jetzt blute ich schon wieder. Ja, ich blute auch. Aber verbinden und ist kein Ding, ist alles cool. Ja, aber hab nur noch zwei. Warum hab ich denn zwei wieder? Hatte ich eben schon zwei verbraucht? Ja, du hast vier zum Anfang. Ja, ich habe aber schon jetzt drei genommen eigentlich. Ja, hast du welche gefunden vielleicht? Eigentlich nicht, so vielleicht schon. Ich habe einen Helikopter gefunden, Engine ist kaputt, M-Rost ist kaputt und auch kein Treibstoff, also... Ja, ist okay. Ne? Ja, hau mich, ist richtig. Gibt's da Loot drin oder so, den man nehmen kann? Nee, ne? In Helikoptern? Ja. Theoretisch kann's sein. Okay. Oh, warte! Irgendwas? Alter, ich hab grad schon 5 Zombies gekillt. Die laufen hier halt auf mich zu. Macht mir etwas Angst, wenn ich sagen muss. Sagen darf. Boah! Ah! Nein! Hau ab! Geh weg! Ich hab jetzt eine M40A3. Aber wahrscheinlich ohne Munition. Oder? Eine M14A3? M40A3. Was ist denn eine M40A3? Weiß ich nicht. Wie sieht die aus? Warte mal. Ja, eine Pistole, aber die hat vorne überall Blätter, dass man die nicht sehen kann quasi. M40A3, aber ich weiß nicht, ob ich dafür irgendwas habe, also an Munition. Wo kann man das nachsehen? Du drückst auf die Waffe? Ja. Und dann müsste da das Kaliber stehen. Keine Ahnung, wie? Na, du musst bei G ja? auf die Waffe drücken. Hab ich. Und dann siehst du unten links Informationen dazu. Ja, aber nur M40A3, nichts weiter steht da. Hä? Dann ist die vielleicht kaputt oder so? Ich kenne den Namen nicht mal, ohne Witz. Okay, ich nehme wieder die Machete, ich hoffe, das war kein Fehler. Ihr dürft natürlich auch immer gerne uns Tipps und Trippers schicken. Gebt uns ein paar Trips. Ein paar Tripper, bitte. Alter, hier sind so viele Zombies. Ich habe einen Supermarkt gefunden. Ja, das ist nice. Guck da immer drum rum. Ich habe jetzt, glaube ich, schon ungefähr um die 20 Zombies hier gekillt. Aber hier ist nur Schrott irgendwie. Bengalo-Feuer. Ja, wirklich Waffen habe ich dann auch noch nicht. Wir müssten zum Dings gehen.
Zum Airfield. Ich sag's immer wieder. Warte. 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 Ich habe jetzt eine Makarov. Ah, nice. Habe ich dafür jetzt da Kaliber 9? Makarov-Mag brauchst du. 9x18mm. Ich habe gerade ein Beretta-Magazin gefunden. Also Barrett. Kann man, okay, kann ich irgendwo sehen, was ich an Munition habe bei mir? Oder ob die, ja, ob die geladen ist? Ja, im Inventar. Also ich habe halt nur Makarov, naja, und... Ich kann einfach mal Stahlbolzen mitnehmen. Ach, wo so. Wo habe ich denn hier jetzt... Ach, Lee Enfield habe ich nur, ne? Munition, ja. Makarov-Max habe ich auch nicht, aber nimm ruhig mit. Makarov ist zwar die schlechteste Waffe eigentlich. Ja, egal. Aber eine Waffe ist eine Waffe. Painkillers 2, nice. Ich wollte gerade nach Geld Ausschau halten, ne? Wir müssen... Also ich muss sagen, aber gerade ist ganz cool eigentlich. Ich hatte schon schlechtere Spielerfahrungen. Dose Coke habe ich gefunden, leere Getränke. Das ist noch eine Makarov. Ja, nice, nimm die mit. Kann ich die noch mitnehmen? Ja, nee, ich glaube... So. Nein, du kannst nicht zwei Waffen mitnehmen? No. Ich könnte die versuchen, in meinem Backpack zu legen. Ja, genau, geht das? Was soll ich denn wegwerfen? Ich habe noch ein Blutpaket. Das habe ich hier, Feldrationen. Snack, oh, Pistazien. Was. Pistazien können weg, oder? Komm. Ja, ja. Hau weg das Zeug. Ich habe gerade 4 Lee Enfield, CZ. Ja, aber ich muss dafür ganz viel weglegen. Also jetzt habe ich hey, du hast doch noch ganz viel Platz wenig. In deinen... Naja, ich bin in dem Rucksack drin, also in dem Backpack. Ja, das ist mir ganz ehrlich erstmal zu riskant. Wir können ja nochmal zurückkommen hier hin. Warte, warte. Ich bin gerade die ganze Zeit in riskanten Sachen hier. So. Oh, hier ist alles aufgesammelt. Noch ein Zelt, Bräu. Das Zelt kann ich eigentlich wegwerfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, obwohl, das nimmt gar nicht so viel Platz weg. Kannst du wegwerfen. Ich behalte es nochmal lieber. Es nimmt so viel Platz weg. Es passt schon. Auf jeden Fall Bandagen immer mitnehmen. Ja, klar. Alter. Nägel. Alter, wie viel Munition? Hier liegt auch so ein Typ drin. Der blutet noch. Ich hau einfach auf den einen gerade. Hau ihn auf den Kopf. Töte ihn. Was hat er für Kleidung? So eine weiße Hose. Und einen Rucksack und Handschuhe und... Sieht das militärmäßig aus oder zivil? Boah, nicht unbedingt zivil. So eine Mischung irgendwie. Töte ihn einfach. Ja, ich schlag grad auf ihn ein, wie es nur geht. Er hat aber eine Makarov auf jeden Fall, von daher... Ja, okay. Ach nee, nicht Makarov, Entschuldigung, eine Machete meine ich. Aber ich kann ihn nicht töten, also er wird immer weiter. Oh, sind das viele. Scheiße. Fuck. Psst. Sei mal leise kurz. Okay, alles gut. Also er blutet einfach immer weiter. Ich öffne mal sein Inventar. Blutkonserve, die nehme ich mit. Du öffnest nur sein Backpack. Den Fehler habe ich auch gemacht. Du musst ihn töten. Ich habe ihn getötet. Ich habe schon 30.000 Mal auf den Kopf eingeschlagen, wirklich. Ja? Okay. Aber er blutet immer noch, ne? Ja, es ist... Ja, nee, ich habe ihn jetzt ganz oft getroffen eigentlich. Ja, okay, dann... Jetzt ist er weg. Jetzt ist er despawned. Ja, okay. Ist da irgendwie so ein Grab von ihm oder sowas? Okay, jetzt ich hol's ab. Kein Bock mehr. Ciao. Nee. Viele tote Zombies. Oh, noch ein Zombie. Wie komme ich aus dem Inventar wieder raus, wenn da sowas steht? Wenn an der rechten Seite, also an der linken Seite Sachen stehen. Also Waffe, Makarov habe ich da gerade stehen und Türen schließen, sobald ich da nur drauf gehe. Warte mal, ich mache jetzt mal so. Okay, warte. Nein. Mach Machete wieder drauf und... Wie kann ich die ausrüsten, die Machete? Remove from Toolbed. Rechtsklick und dann... Genau. Nee, ich habe aber nur ablegen, habe ich hier nur, und aufmunitionieren habe ich hier nur stehen. Du musst auf G drücken, dann auf die Machete und dann Rechtsklick und dann Remove von Toolbed und dann nee, hast kann du ich sie. Nicht, kann ich nicht machen. Wieso nicht?
hab die Makarov jetzt in der Hand. Achso, ja, denn. Ja. Achso, warte, okay, einfach mit dem Mausrad, okay. Gut. Aber warum ist denn jetzt die Spawn? Jetzt kann ich die Sachen von ihm nicht aufheben. Die er da so hatte. Bin ich ein bisschen doof jetzt. Eigentlich müsste dann so ein Grab von ihm kommen. Nee, ist kein Grab gekommen. Mit all seinen Sachen. Ich hab zwei Rauchgranaten, zwei M und drei Leuchtkugeln weiß, aber das bringt mir alles nix. Bringt nicht mir wirklich, alles ne? Nix gerade. Nee. Ganz viel Essen und Loot, aber damit kann ich irgendwie auch alles nichts anfangen. Wie der da drauf springt. Jetzt glitsch ich im Boden rum. Ich will hier raus, bevor ich hier was breche oder so. Okay, alles cool. Okay. Ich laufe jetzt wieder an der Straße entlang und komme zu dir jetzt wirklich, okay? Okay, ich bin auch gerade beim Laufen. Wo bist du jetzt gerade ungefähr? Ungefähr 100 Meter entfernt von dem Ort, wo ich gespawnt bin. Mhm. Okay. Ich komme jetzt Richtung, naja, dir entgegen. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt entgegenlaufen. Ja, müssen wir. Du hast das Meer links von dir, ne? Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich. Dauert nicht mehr lange. Hoffentlich. Ich will dich endlich sehen. Dann Zeitlupe aktivieren, Hände ausklappen, ja, laufen, genau. Musik, die Haare wehen so ein bisschen im Wind. Dun, 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 dun. Ja. Also ich muss sagen, gefällt mir sehr gut so für das erste Spielerlebnis und ich glaube, man kann hier richtig geile Erlebnisse haben. Ja, auf jeden Fall. Von daher, wenn ihr irgendwie da draußen Sachen kennt, wir waren bei den Tipps und Tricks stehen geblieben. Wenn ihr da irgendwie Ideen habt oder andere Spielmodi, die irgendwie so ein bisschen in Survival gehen, nicht in PvP, sondern wirklich so noch eine krasse Erfahrung von der DayZ, die ihr so erlebt habt, könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben und auch uns dann sagen, wie wir dann beim nächsten Mal vielleicht dann einfach nochmal was ausprobieren können. Andere Spielmodi, andere Maps irgendwie, andere generell irgendwas. Also ich fände halt ganz geil, wenn man so eine Erfahrung machen könnte wie bei The Walking Dead, weißt du? Einfach so, man ist erstmal im Nix und dann hat man irgendwann ein Zuhause, wo man wirklich auch zurückkommen kann. Dass man sagt so, ey komm, wir fahren mal eben weg, gehen looten, zwei sind zu Hause und dann hat man ein Zuhause, wo man zurückkommen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja. Das wäre halt super geil, wenn man so ein Zuhause hätte. Wobei sowas ist dann halt verstärkt bei DayZ Origins, wobei ich da mich auch noch nicht wirklich mit befasst habe. Okay. Da kannst du halt richtig Häuser bauen und so weiter. Ja, okay. Das ist recht cool eigentlich. Ich sehe einen Leuchtturm. Ja, ich auch. Ich bin gleich bei diesem Leuchtturm. So ein ganz kleiner Leuchtturm? Ja. Ja, da bin ich jetzt gleich. Ich auch. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Warte. Ich töte dich jetzt. Nein. Nein? Ich sehe dich. Oh Gott, nein. Ich sehe dich. Du creased gerade. Nein, das auch. Ist ein Zombie, oder? Das ist ein Zombie, oder? Oder crouchst du gerade? Crouchst, ne? Du stehst auf. Du läufst auf mich zu. Mit deinem Hackebeil in der Hand. Bisschen Alter! Schieß nicht auf mich. Mit deiner Macke. Ja, Hammer, nice, wir haben uns gefunden. Hallo, jetzt nicht mehr. Abstand halten, bitte. Team. Nein, hier komm her. Team. Ich sprinte auf dich zu. Ich bin viel hübscher als du. Bin schwarz. Bruder! Ich hab dich gefunden, du siehst genauso aus wie ich. Aber ich hab coole Klamotten an. Ja, auf jeden Fall. Ja, geil. Wollen wir nochmal zurück? Wollen wir in deine Richtung? Was machen wir jetzt? Nee, bei meiner war nicht mehr. Da habe ich alles abgegrast. Obwohl, können wir in den Leuchtturm rein? Ja. Warte. Nur einer muss nach oben. Ich bin schon. Ich bin schon. Okay, geh du, okay. Ach, bist du? Da, du. Warst du schon? Ich war in dir drin. Oh, du warst in mir drin. Schon wieder. Nice, ne? Dom, und nicht während der Aufnahme. Mal wieder. Oh, aber jo, ich verliere. Du siehst nix. Oh, die Steuerung von Arma ist einfach der Hammer. Ja. Warum ist Arma eigentlich so erfolgreich? War es erfolgreich überhaupt? Ja, es ist halt die beste Militärsimulation. Aber halt, als DayZ rauskam, war halt nochmal ein ordentlicher Sprung nach oben für Arma. Und halt, die meisten haben sich für Arma 3 interessiert, weil halt DayZ mit Arma 3 kommt. Als Standalone so gesehen, aber mit der Engine von Arma 3. Wo bist du? Ach, da bist du. Ja. Wollen wir echt nochmal in meine Richtung jetzt? Ja, das klang sehr vielversprechend. Aber da ist halt bald Sense, deswegen müssen wir nochmal zurücklaufen dann im Endeffekt. Siehst du irgendwie auch alles so ein bisschen schwarz-weiß? Nee.
Kannst du mir kurz mal ein Blutpaket geben, bitte? Ich habe nur noch 6000 Blut. Okay, warte mal. Warte mal. Achso, ja, ich sag dir schnell, wer es geht. Du musst. Nee, ich weiß. Achso. Ich hab aber nur eine, ne? Eine Blutkonserve. Ja, ich habe auch noch eine. Das ist kein Ding. So habe ich. Hingelegt. Du musst es mir verabreichen, Alter. Okay, sorry, warte mal. wo ist denn das Blutpaket jetzt hin? Oh nein. Ich hab's. Okay. Na gut, das bringt mir jetzt nicht wirklich was, wenn ich das hab. Warte, komm auf die Straße. Okay, genau. Dann sehen wir das besser. Alles gut. Du kannst nur schneller laufen als ich. Weil ich sprinte. Wie sprintest du denn? Doppel W. Okay. Das sieht so spastisch aus. Warte kurz, so jetzt. Blab. Gibt's da kein better Sprinting für. Nee, leider nicht. Schade. So, okay. Dann nehmen wir es mal aufnehmen. Kann ich nicht aufnehmen, was willst du denn von mir? Wieso kannst du nicht aufnehmen? Du musst auf G drücken. Warte. Ja, schon klar, auf G, aber ich. Du musst diese Waffe sehen, ne? Waffe? Ich seh's nicht im Inventar, in der Ausrüstung seh ich's nicht drin. Hä? Natürlich, du drückst G, dann ist da Bloodbag und du drückst nach rechts. Es ist nicht drin, es ist nicht da. Warte, jetzt, glaube ich. Ah, jetzt erst, okay. Nach rechts, okay. Sehr gut. Und jetzt musst du rechtsklick darauf und dann Bandage. Warte. Disguise. Rechtsklick. Oder verabreiche das Blut für den Typen. Ja, kann ich noch nicht machen irgendwie. Wieso denn nicht? Warte, ich stehe mal kurz auf. Kann ich aufstehen? Steh auf. Auf C. So. So, ich mach jetzt auf G kurz. Ne, Rechtsklick geht gar nicht. Nein, Rechtsklick auf das. Achso, warte. Warte, ich versuch's jetzt mal. Du hast ja auch ein bisschen Blut verloren, oder? Ne, ich hab noch gut eigentlich 9000. Wie viel? Das da kann ich dir aber ein Blutpack theoretisch verabreichen, warte. Nein, versuch's einfach nur mal. Warte. Also nicht machen, sondern versuch einfach mal nur. Geht nicht. Scheiße, wie macht man das? Scheiße. Wir stehen auf der Straße, irgendwie zwei. Hier ist der Penner. Keine Ahnung, wie man das verabreicht. Scheiße. Brauchen wir noch irgendwas? Was zum Kombinieren? Ich bräuchte wirklich was. Ich müsste was essen dann schnell. Ja, ist doch was. Leere Getränkedose. Raus damit, ey. Was will ich damit? Ich trinke jetzt ein bisschen Mountain Dew. Ja, also ich kann auf alles Rechtsklick machen, aber halt nicht auf. Nicht darauf. Scheiße, ey. Ja, vielleicht brauchen wir noch irgendwas. Aber ich will nicht da wieder hinlaufen, weil da ist Schluss aus Ende mit der Map. Ach echt? You know what I mean? Ja, weißt du doch. Ach ja. Ja, okay, dann laufen wir da lang. Aber ich möchte erstmal. Ich habe nur noch 6000 Blut. Ich sehe schon so ein bisschen komisch. Warte, ich guck mal eben nach, okay? Kannst du nicht auf deinem iPad so nachgucken, oder? Ja, yeah, ich guck eben nach, pass auf. Warte mal. Da haben wir Leute ein bisschen. Unterhalten. Haben halt so Hightech-Shit hier am Start. Unsere Karte ist einfach mal ein iPad. Ich guck mal so ein bisschen nach Gegnern. Blutkonserve. Ja. Blutkonserven können genutzt werden. Wie am besten? Durchzuführen wird ein Spieler benötigt, oder? Der mit niedrigem Blutwert kriegt die Transfusion von anderen Spielern. Wenn du jetzt sagst anal, bin ich nicht dabei. Nähern sich dem verletzten Spieler. Mausrad auswählen. Okay, warte mal. Ah, okay. Ja. Ah, okay, ja, okay, okay, alles klar. Ja. Alles Klärchen. Alles Klärchen hier. Oh ja, du bist immer mit dem Sack. Oh, Daumen. Ja. Oh. Also nicht anal, sondern von vorne so rein. Oh, passen! Hinter dir! Oh, shit, Alter! Er müsste tot sein eigentlich. Hä, ich hab ihn nicht getroffen. Ich blute! Er ist tot. Wie so ein Ähnchen läuft da weg. Du Feigling. Alter! Weiß ich. Wo kam der denn her? Es ist mein Blutdingens weg, ne? Ich hab noch eins, keine Sorge. Aber ich muss husten und ich kann mich nicht muten. Warte mal ganz kurz. Ich sehe mich nicht mehr, warum sehe ich mich nicht mehr? Achso, ich muss auf Enter drücken oder so, ne? Weil jetzt ist alles so farbenfroh. Alter, du hast wieder Energie und so. Naja, ich bin wieder cool. Alter, ich verbinde dich gerade am Sack so von vorne rein und hab noch hinten so ein Ding. Weißt du, ich hab's so genossen. So ein Stimmungskiller. Ja, ne, wir waren gerade kurz davor. Weißt du, so Liebesakt-mäßig auch noch. Da werden wir so interrupted, ey. Vor allem, hast du den nicht irgendwie vorher gesehen oder so? Nicht so. Ich meine, hier ist überall Flachland. Oh, noch einer. Ich hab ihn nicht gesehen. Hinter uns. Ja. Na. Nein. Soll ich dir helfen? Nein. Pass. Aua. Natürlich haut er mich. Blute ich? Nee. Okay, alles cool. Ich hab Angst, dich zu treffen, wenn ich dann, weißt du? Nein, das passt schon.
Wieso crouchst du? Keine Ahnung. Ich mach echt lieber externe Ansicht, weil sonst... Hab ich. Dann hättest du aber gemerkt, dass du so läufst. Ja, nee, hab ich nicht. Vor allem bist du so auch weggelaufen, das sah saulustig aus. Ja, ich muss erstmal wieder aufstehen. Ich musste halt wieder aufstehen irgendwie. Du hast so aus dem Hintern geblutet, hast so gekrochen und das sah echt saulustig aus. Ja, aber ich hab wieder meine Hämorrhoiden gehabt. Und bitte nicht. Ja, Apokalypse und Hämorrhoiden, weißt du, wie schlimm das ist? Ey, das wäre ziemlich schlimm, ne? Du kannst halt nicht behandeln, ne? Ich meine, die juckt förmlich der Arsch, der blutet andauernd aus der Kimme und du kannst nichts dagegen machen, weil du keinen Arzt hast. Ey, das muss voll kacke sein. Ja, voll kacke. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall. Okay, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt aber links lang. Da rechts war ich schon, da ist jetzt nicht wirklich was gewesen. Hast du die Makaro für mich? Nein. Scheiße, du konntest das nicht in dem Rucksack tun? Konnte ich nicht. Also konnte ich schon, aber da hätte ich alle anderen Sachen rauswerfen müssen. Ja, das war es mir halt leider nicht wert. Ich bin's dir also nicht wert, Dom. Doch, du schon, aber die Waffe nicht. Ja, die Waffe war ja für mich. Achso, okay, wusste ich nicht, tut mir leid. Ja, für wen soll sie sonst gewesen sein? Was ist da hinten? Deine Mom. Weiß ich nicht, was ist da? Achso, ein Dorf. Da ist... Nee, okay. Da hinten... Nee, hier, guck mal, da ist so... Das rechts, da war ich schon. Okay, da warst du schon. Wenn wir nicht ein bisschen abseits der Straße laufen? Ja, können wir machen. Ich kann dir aus deinem Rucksack klauen. Ich kann deinen ULC-Pack öffnen. Und dann kann ich da die Sachen rausklauen. Das ist relativ lustig. Nein, natürlich nicht. Hier warst du auch schon bei der Stadt? Nein, da können wir reingehen. Okay, gut, dann können wir da noch einen Makro für dich finden. Hoffen, wenn er im Supermarkt ist, sonst ist da nicht wirklich viel zu holen meistens. Okay. Ja, und wie geht das Ganze jetzt so weiter? Was finden wir jetzt am besten? Was sind die nächsten Schritte, die wir jetzt machen müssen? Überleben, Loot finden, eine Karte finden auf jeden Fall. Eine Karte wäre sehr nice. Dann könnten wir den Weg zum Airfield finden. Aber das müssten wir dann, sofern wir noch neue Parts machen, weil das dafür wird das so lange dauern. Das wird mindestens... Ja, wir haben jetzt wahrscheinlich eh schon einen neuen Part oder so. Wir haben jetzt schon über eine Stunde sind wir dran. Echt? Ja. Wir nehmen schon über eine Stunde auf? Ja, was ist denn, Klo? Was ja, kann ich kannst du öffnen. Okay, kannst du bitte kurz weggehen? Ah nein, ja. weg da. Du kannst ja da an den Dingen die Beine brechen. Das ist mir schon mal passiert. Okay. Ich hör was. Ja, das sind nur Zombies. Warte ganz kurz. Das sind nur Zombies. Ich nehm... Au! Hilf mir kurz. Ja, hau mich! So, warte ganz kurz, ich muss verbinden. Du gehst aber auch schludrig mit deinen Sachen um, ne? Wieso schludrig? Alter, wir haben so viele Bandagen. Als ich habe nur noch eine. Auf diesem Server sind so viele Bandagen zu finden. Also wirklich, manchmal muss man welche wegschmeißen, um andere Sachen zu nehmen. Mein Motto ist halt immer schön Risiko. Sonst macht es auch keinen Spaß. Da kommen welche. Da kommen noch welche. Eben fertig. Ja. What? Ja, die laufen, Alter, die laufen so behindert. Nice. Gut. Sehr gut. Warte, immer mal gucken, ob wir was dabei haben. Ja. Der hat nicht dabei. Oh, ich sollte Painkiller nehmen. Wir müssen. Okay. Ich mach die beiden, da kommen zwei an, aufpassen. Ja, ich sehe schon. Ja, ich treff die nicht. Na, ich auch nicht wirklich. Ich lauf mal kurz ein bisschen weg. Oh, ja! Porte dich einfach. Ja, nein, ey! Okay, den an. Oh, Alter, das sind viele. Wir hauen ab. Hau ab. Ich blute! Ja, ich weiß, hau ab. Wir müssen abhauen. Da ist ein Zaun. Geh gerne den Zaun. Ja. So, hier, dass sie hier reinlaufen. Ja. Komm schon. Und dann hier so rüber. Okay. Hab eine Rolle gemacht. Aber du darfst keine Rolle machen. Ich muss... Jetzt geh ich hier rüber. Nein! Okay. Nein. Okay, verbinde dich. Ich teile sie ab. Mein, machst du? Ja. Er läuft vorbei. Gut. Aua, er haut mich. Scheiße, verbinden. Junge, ich blute. Verbinde dich! Oh, yo! Ich sehe auch schon ein bisschen schwarz-weiß jetzt. Okay, ich kann dir helfen. Okay, warte. Nur noch einer hinter dir. Nur noch einer da. Au. Oh, Junge! Okay, Junge, alles gut, verbinde Junge, dich. Junge, verbinde dich, mein Freund. Danach brauche ich eine Bandage, brauche ich ein Blut. Können wir jetzt nicht machen. Das brauchen wir, wenn es kritisch wird, wenn wir ohnmächtig werden. Wir haben beide 5000 nur noch. Ich habe 663, habe ich. Ja, ich habe sogar nur 5500. Das müssen wir jetzt ganz... Ist irgendwas am besten. Irgendwas mit Zucker. Okay. Ja, Zucker. Ich habe Pistazien. Ich kann halt nur eine Dose Mountain Dew trinken vielleicht. Ja, das läuft.
Das trinke ich einfach. Dann füllt sich das langsam wieder auf. Aber das brauchen wir, also die Blood Packs brauchen wir jetzt wirklich, wenn einer von uns ohnmächtig wird. Okay, brauche ich ein Heatpack oder so? Ein was? Ein Heatpack? Also wie viel Grad habe ich denn gerade? Ach so, nein, wir haben, also ist alles warm. Unten rechts siehst du dein Thermometer. Ist alles noch voll in Ordnung. Es wird auch nur in der Nacht kalt, glaube ich. Okay. Scheiße, ich muss noch Painkillers nehmen. Ich bräuchte echt fast eine Transfusion, ne? Wie viel hast du noch? 2,9. 2,9? Mhm. Ja, okay, wenn du ohnmächtig wirst, gebe ich dir eins. Danke, okay. Nee, wirklich, also musst du sagen. Okay, ich bin ohnmächtig geworden. Ja, du bist ohnmächtig. Ja. Oh, oh. Da ist ein Spieler. Mach Steuerung. Mach zweimal Steuerung. Zweimal Steuerung? Ja, dann legst du die Waffe ab. Sag einfach, schreib was. Ich weiß nicht, wie man schreibt.